Weiter geht's mit einer neuen Folge von Project Zomboid. Es blitzt und donnert und schüttet wie aus Eimern. Ja, und noch dazu bin ich sehr schwer beladen, sehr hungrig, sehr müde. Ja, und verausgabt auch noch. Also alles, was dazugehört. Und ich würde sagen, wir legen uns erst mal ein wenig hin hier im Wagen. Und ja, schauen, was der Tag so Schönes bringt, bevor wir jetzt hier noch komplett durchnässt sind. Hoffentlich können wir ein bisschen die Augen zumachen. Mann, oh Mann, was für eine Nacht. Also die Mütze Schlaf haben wir uns mehr als verdient, ja. Und sobald es hell wird, sieht man auch erst das Ausmaß, was wir hier beim letzten Mal veranstaltet haben. Ja, Wahnsinn, wie viele Zombies da rumliegen. Aber ich würde fast vorschlagen, dass wir die hier beiden auch noch entsprechend mitnehmen. Also nicht die Zombies, aber das, was sie anhaben, nämlich diese Militärklamotten. Damit wir dann wirklich bestens ausgestattet sind mit dem Zeug. Vielleicht auch noch ein paar Stiefel. Schadet auch nicht. Jetzt muss ich nur schauen, dass ich die beiden zu fassen kriege, die da direkt vor mir liegen. Ah ja, jetzt. Sehr gut. So, das muss reichen. Ich denke, wir finden hier sicherlich noch mehr Militärzombies. Also von daher. So, was spricht denn der Kofferraum? Der Kofferraum spricht, dass er sehr schwer überladen ist. Um es mal so zu sagen. Gut, dann müssen wir das Zeug aktuell, was wir finden, in einen Rucksack packen. Aber da haben wir ja kein Problem, weil da haben wir sowieso noch einen Zombie. Ja, und da oben kommt auch schon der nächste. Packen wir hier gleich mal die ganzen Klamotten rein. Bleibst du weg von mir? Verschwinde. So, gut. Weiter geht's. Wir brauchen auf alle Fälle was zu beißen. Das ist essentiell wichtig, dass wir da was zwischen die Zähne bekommen. Weil ohne Mampf wird schwierig. Haben wir hier überhaupt noch Zombies? Ich hoffe nicht. Ich glaube, den Großteil haben wir eh schon beseitigt. Da sind Zelte. Okay, jetzt bin ich neugierig. Mehr als neugierig. Was gibt's hier Schönes in den Zelten? Okay, Feldbetten und Munition. Aha, und noch mehr Zeug zum Anziehen. Gut, wir nehmen mal alles mit, was wir kriegen können. Also zumindest fast alles. Gut, Militär-Camo-Shirt und Jagdmesser. Können wir immer einpacken. Okay, direkt mitnehmen kann man es nicht. Ah, dann wird man es wahrscheinlich auch nicht abbauen können oder so. Schade. Weil das wäre natürlich auch schön, so ein eigenes Zelt zu Hause zu haben. Aber ich würde es dann, glaube ich, ja, ich glaube, ich würde es in grün nehmen. Das würde mir fast ein bisschen besser gefallen. Und stimmt, die Militärkisten. Die müssen wir auch noch mitnehmen. Aber da stehen ja Zelte über Zelte. Ist ja Wahnsinn. Okay, gut. Dann gehen wir mal systematisch durch. Würde ich sagen. Doppelhalfter. Armee-Barett. Nehmen wir natürlich auch eins mit. Gut, den Doppelhalfter brauchen wir nicht unbedingt. Ah, cool. Also Stadttarn haben wir da auch noch. Ist ja mächtig was geboten hier. Das reißt nicht ab mit den Zelten. Handfunkgerät. Armeemantel. Her damit. Her damit. Da brauchen wir gar nicht lange überlegen. Aussortieren können wir das Zeug zu Hause immer noch. Das ist ja brutal, was wir da alles finden. Noch ein Handfunkgerät. Gut, das können wir dann zerlegen. Noch eine Armeehose. So, nur leider nichts zu beißen. Das ist das Problem an der Sache.
und die Kisten sind immer irgendwie leer gefüllt. Militärhelm, Poncho. Gut, so ein Regenponcho wäre wahrscheinlich auch wichtig. Da haben wir noch die passende Hose zum Stadttarren. Und noch ein Magazin. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir noch mit. Das nehmen wir auch mit. Gut, das Handfunkgerät nehmen wir auch wieder mit zum Zerlegen dann. Es ist echt Wahnsinn. Ich komme hier gerade aus dem Staunen nicht mehr raus. Ehrlich wahr. Ah ja, okay. Noch mehr von dem Stadttarren. Nehmen wir alles mit. Alles, was wir kriegen können, packen wir ein. Ah, okay. Oder alles, was Platz hat, weil deine Rucksack ist jetzt schon voll. Gut, Wunder wär's keins. So viel Zeug, wie es hier gibt, dass wir da in Kürze überladen sind. Mann, 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 Mann. Noch mehr Jagdmesser. Handfunkgerät haben wir noch eins. Noch eine Armeehose. Ich kann gar nicht alles mitnehmen. Das geht gar nicht. Da blutet mir das Herz, wenn ich Zeug zurücklassen muss. Das ist hier die schlimmste Folter. Vor allem, weil es so viel von dem Zeug gibt. So, einsammeln alles. Also Munition nehmen wir immer mit. Eine kugelsichere Weste im Militärdesign. Die hat mir noch gefehlt, weil ich renne ja aktuell mit meiner Polizeiweste rum. Dann ziehen wir die doch gleich mal an. Weil dann sind wir wirklich im Einheitsdress unterwegs. Machen wir eine gute Figur oder machen wir eine gute Figur? Ja, bestens. Schön. Gut, da hätten wir auch noch die Handfunkgeräte eigentlich immer, gell? Oben hier auf dem Tisch, weil die könnte man rein theoretisch auch einsammeln. Ja, wenn wir sie dann zu fassen kriegen, oder nicht? Oder müssen wir die abbauen? Geräteeinstellung. Abbauen? Ah, das müssten wir abbauen wahrscheinlich. Gut, dann lassen wir es einfach stehen. Ich bringe sie ja sowieso nicht mehr unter. Das habe ich mir nur ehrlicherweise nicht gemerkt, in welchen Zelten ich überall schon drin war. Weil ich da kreuz und quer gelaufen bin, da haben wir noch eine kugelsichere Weste. Nehmen wir uns eine auf Reserve mit. Also Fakt ist, wir müssen hier definitiv nochmal vorbeischauen. Wenn wir jetzt nicht alles mitnehmen können, und das wird leider, leider der Fall sein, dass wir an unsere Grenzen kommen mit der Tragekapazität. Denn der eine Rucksack ist ja schon voll, wie gesagt, und der auf dem Rücken ist jetzt auch schon entsprechend überfüllt. Ah, sehr gut. Da kommt es ja wie gerufen, dass wir da jetzt noch einen gefunden haben. Dann können wir den primär ausrüsten. Dann haben wir jetzt wirklich genügend Staufläche. Jetzt darf nur kein Zombie daherkommen, weil sonst haben wir ein Problem. Eigentlich sollte ich sowieso hier mal die vollen Taschen liegen lassen, oder? Vielleicht machen wir das doch gleich mal. Weil es bringt ja nichts, wenn ich hier mit dem schweren Zeug rumrenne. Ich habe ja eh noch so viel hier eingepackt. Und apropos eingepackt. Seht ihr das? Ich habe ja noch Dörrfleisch bei mir. Ja, Wahnsinn. Dann brauche ich doch gar nicht so einen großen Wirbel drum machen, dass ich hier nichts dabei habe. Mann, 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 Mann. Nun gut, ich würde sagen, gleich mal essen. Damit wir wieder zu Kräften kommen. Okay.
Also ein bisschen was war's auf alle Fälle. So, das scheint mir hier ein größeres Zelt zu sein. Vielleicht so eine Art Kommandozelt oder so. Ah, und da haben wir auch noch Kisten, okay. Handgabel. Batterie nehmen wir immer mit. Kiessäcke, okay. Kiessack. Armeehose, Schirmmütze, Armeebarett. Patronen. Ja, damit. Schmerzpillen und Alkoholtupfer sind auch immer gerne gesehen. Ja, Wahnsinn. Ja, Wahnsinn. Okay. Ich pack's einfach ein. Ich überleg gar nicht mehr länger. Ich pack's einfach ein. Weil ich mich sowieso nicht entscheiden kann, was wir da liegen lassen. Und noch haben wir genügend Rucksäcke. Ein Stationsfunkgerät, brauche ich das? Ich meine, die Frage stellt sich gar nicht, oder? Ob ich es brauche. Wenn ich es haben will, nehmen wir es mit. Und nachdem ich es haben will, nehmen wir es auch mit. So einfach ist das. So, kommt in den zweiten Rucksack. Können wir uns zu Hause hier das Funkgerät aufstellen? Vielleicht bringen sie ja was. Vielleicht bringen wir irgendwie einen Funkspruch oder so rein. Wer weiß. Es könnte ja sein. So, jetzt habe ich allerdings schon wieder ein bisschen viel Zeug dabei. Von daher packen wir hier noch eine Tasche hin. Oder besser gesagt noch einen Rucksack. Fallen lassen. Ja, der ist auch schon gut voll. Ja, der ist noch leer. Bringen wir in den noch irgendwas rein? Schaut nicht danach aus. Das heißt, wir können so noch spazieren gehen. Ah ja, und da haben wir anscheinend die Küche. Das trifft sich gut. Das trifft sich sogar sehr gut, weil ich habe ja immer noch Kohldampf. Ja, Zucker, bestens. Pure Energie, die wir uns da reinpfeifen. Und den Karies gibt's gratis dazu. Aber hey, egal. So, wir packen uns auf alle Fälle das eine Zuckerpäckchen noch mit ein. Denn wir werden sicherlich noch ein bisschen mehr brauchen. Essig-Senf-Soßenmischung. Nehmen wir jetzt auch mal mit. Die verrottete Remoulade hingegen brauchen wir nicht. Salz brauchen wir auch nicht. Da noch was drin? Ne, nichts von Interesse. Gut, und das ganze Zeug ist eh vergammelt. Okay. Eine leere Flasche und ein Müllsack. Gut, die leere Flasche packen wir mal ein. Den Müllsack brauchen wir nicht. Zumindest hat es jetzt mal zu schütten aufgehört. Klebeband, ja. Da braucht man nicht überlegen. Kann man immer brauchen, das Klebeband. Okay. Ich glaube, wir haben gerade eben den Checkpot geknackt. Das sind ja hier Waffenschränke. Noch und nöcher und noch dazu so doppelstöckige. Okay. Ja, Wahnsinn. Es fängt schon an mit Patronen. Also solche Waffenschränke zu Hause zu haben, das wäre natürlich auch schön. Da könnten wir uns eine richtig coole Waffenkammer einrichten. Sturmhauben, Militärhelme. Ich weiß nicht, wohin damit, mit dem Zeug. Reizüberflutung. Und zwar massiv. Alkoholtupfer, her damit. Noch mehr Patronen. Also, Louisville wird immer besser. Und wir sind ja jetzt noch nicht mal in Louisville. Wir sind ja erst am Anfang. Ein achtfaches Zielfernrohr.
Haben wir das schon mal gefunden? Ich glaube nicht, oder? Ich könnte mich zumindest nicht bewusst daran erinnern, dass wir das mal eingepackt hätten. So, gut, das nehmen wir mit. Das Gewehr und die Pistolen lassen wir jetzt mal hier. Was haben wir da noch? Noch ein Gewehr und ein vierfaches Zielfernrohr. Ah, das wäre sogar... das wäre gut. Weil das hat schon spezielle Modifikationen hier. Gut, dann kommt's ins Inventar. Braucht man gar nicht lange überlegen. Da hat man noch ein Stationsfunkgerät, eine Taschenlampe. Handfunkgerät, noch eine Sturmhaube. Und noch anderes Zeug. So, wie viele Sturmhauben haben wir denn jetzt? Die ist offen. Das ist eine normale Sturmhaube. Wisst ihr was? Wenn wir es ganz authentisch haben wollen, dann muss natürlich jetzt hier die Hockeymaske weichen und jetzt sind wir wirklich komplett mit dem Militärzeug ausgerüstet. Von oben bis unten. Sehr gut. Also, ich freue mich gerade echt wie ein Schnitzel. Ah, schade, da ist zu. Aber da könnte ja auch noch Zeug drin sein, oder? Moment. Moment. Wir haben doch für diesen Fall extra noch was eingepackt, aber weil ich es gerade sehe, ich bin noch ein bisschen überladen. Schauen wir, dass wir noch ein bisschen Zeug loswerden. Damit wir eben nicht so überladen rumlaufen. Gut, Schlagstock packen wir jetzt auch mal weg, weil sonst haben wir zu viel Zeug hier. Denn ich habe mir doch aus gutem Grund den Vorschlaghammer mitgenommen. So, jetzt bin ich außer Puste. Naja, vielleicht können wir ja das Stück fahren. Müssen wir mal schauen. Wobei, so wahnsinnig nach Fahren schaut es nicht mehr aus, gell? Unser Wagen. Nicht wirklich. Aber rein theoretisch müsste ich mich sowieso erst noch kurz ausruhen. Ich glaube, das machen wir auch kurz. Oder wir schlafen gleich. Wir sind eh müde. Aber ich will nicht so lange pennen. Ich will eigentlich nur kurz eine Stunde oder so schlafen. Oder ist irgendwo ein Zombie? Oh, da kommt ein Zombie daher. So, Seitenwechsel. Du hast mir jetzt gerade noch gefehlt. Ja, zwei sogar. Ja, so viel zum Thema. Wir holen uns nur kurz den Vorschlaghammer und legen uns kurz hin. So, schön abwechseln, links und rechts. Es ist genug für alle da. Bleibst du liegen? Wunderbar. Schön. Jetzt haben wir es eh schon. 18 Uhr. Hat sich ja wirklich gelohnt. Der Kurzschlaf, der gar nicht vorhanden war. Also nochmal Wecker stellen. 20 Uhr. Gut, das muss reichen. Dann fahren wir mal vor, wenn es noch geht. Tatsache, das geht sogar noch. Ja, wunderbar. Unser Wagen fährt wie eine 1. Das war natürlich alles schon beim letzten Mal genauso prognostiziert, dass der hier noch fährt. So, aber was vergesse ich mit meiner großen Klappe? Natürlich den Vorschlaghammer. So, ab auf den Rücken damit. Ich bin gespannt, ob es hier hinten was gibt. Hinter diesen Toren. Aber wir werden es gleich erfahren. Ob es was gibt. So,
So, weg mit dem Tor. Es gibt was. Es gibt, glaube ich, noch mehr Beute für uns. Ja, Schmerzpillen. Patronen. Uiuiuiuiuiui. Ich schnapp mir am besten gleich mal den Rucksack, der noch nicht ganz so voll ist. Verdammt, das sind ja beide fast voll. Wir hatten das ganze Zeug eingepackt. Ich bring schon wieder nichts mehr unter. Ich bring schon wieder gar nichts mehr unter. Okay, da gibt es noch mehr zum Einsammeln. Was haben wir hier noch? Noch mehr Patronen. Ich hätte echt mit dem Lieferwagen kommen sollen. Das reißt nicht ab. Das reißt echt nicht ab mit der Beute. So, und jetzt haben wir nicht mal die hintere Reihe angeschaut. Das mache ich jetzt auch bewusst nicht, weil da trifft mich vermutlich dann sowieso der Schlag. Nehmen wir den mal mit. Kann ich nicht mehr mitnehmen, okay? Gut, Wunder wäre es keins. So viel Zeug, wie ich hier einstecken habe. Wir müssten eigentlich hier sowieso mal die ganzen Taschen hinwerfen. Inklusive des Vorschlaghammers. Den müssen wir auch loswerden, weil der wiegt zu viel. Und dann holen wir noch das restliche Zeug. Einmal den Rucksack und die beiden anderen Rucksäcke. Die brauchen wir auch noch. So, mitnehmen. Wieso geht das nicht? Wieso können wir den nicht einsammeln? Weil ich wahrscheinlich zu viel im Hauptinventar habe. Müssen wir mal schauen, ob wir noch was verstauen können auf dem Beifahrersitz. Das sollte sich doch noch was machen lassen, hoffe ich. Rein theoretisch sollte es gehen. Ja, jetzt schaut es besser aus. In voller Montur können wir hier von A nach B sprinten. So, bevor ich die vergesse, nehme die gleich mal alle mit. Also, du kommst auf den Rücken. Dich rüsten wir primär aus und dich rüsten wir sekundär aus. So, nix wie rüber da. Im Eilschritt. Und dann natürlich auch den letzten Rucksack noch mitnehmen. Damit wir hier nichts liegen lassen. So weit kommt's noch. Also einmal, zweimal und dreimal. Und zu guter Letzt, wie gesagt, den auch noch mitnehmen. Jetzt haben wir hier schon 4 Taschen. Eigentlich streng genommen sogar 5 Taschen. Randvoll mit Beute. Noch dazu den Kofferraum, der komplett überfüllt ist, und noch dazu den Beifahrersitz. Also, eigentlich könnte ich jetzt schon wieder umkehren, denn wir bringen überhaupt gar nichts mehr unter. Aber ich würde sagen, wie es weitergeht hier in Project Zomboid und ja, ob wir noch mehr Zeug finden, das ich irgendwie verstauen werde, das seht ihr in der nächsten Folge. Vielen Dank wieder fürs Zusehen, macht's gut und bis dahin. Servus.